Outfit für heute. I love it. Es wird so viele Leute von euch triggern. Schade. Guckt euch diese Bilder an. Dass ich da eigentlich gerade wieder so ein bisschen zurück bin. Ein weiterer Start des Vlogs bei meiner Haustür. Guten. Ich dachte gar nicht, ich hab's vergessen. Das ist das Wichtigste, was wir gerade brauchen. Guten Nachmittag. Es ist jetzt, keine Ahnung, irgendwie 15 Uhr oder so. Und Beo und ich laufen rüber zu unserem irgendwann mal ausgebauten Bürohaus/Gästehaus. Ja, durch meinen Rücken und so weiter hat sich dieser ganze Ausbau sehr nach hinten verschoben. Eigentlich hätte es schon fertig sein sollen. Anyways, auf jeden Fall, wir haben hier ein kleines DIY-Projekt. Dieses Haus, das habe ich glaube ich schon mal ganz am Anfang erzählt, hat der Vorbesitzer. Und zwar, dieses Haus hat der Vorbesitzer gebaut, ich glaube, hi Schatz, ich weiß. Du denkst, dass wir nämlich jetzt rausgehen, ne? Mama hat aber was ganz anderes vor. Also, der Vorbesitzer hat Jaguars gesammelt. Ich weiß, normales Hobby. Und der hat dann 20 Jahre, nachdem das Haupthaus und, sag ich mal, der Pavillon wurde nochmal, glaube ich, danach gebaut. Nochmal 2 Jahre nach dem Haus hier gebaut. Auf jeden Fall hat er hier seine Werkstatt gehabt und das hinter mir seht ihr auch, hier ist eine Hebebühne. Ich drehe nochmal kurz um. Das war halt alles für seine Autos, ne? Also man würde halt auch denken, er wäre gestern noch hier gewesen, was ich total verrückt finde einfach. Auf jeden Fall, das bauen wir aus. Hier oben sind noch... Schaut euch einfach meine Haustür an, falls ihr das nicht gesehen habt, was es hier überhaupt ist. Ich habe euch das alles mal im Detail gezeigt. Auf jeden Fall haben wir letzte Woche Sperrmüll zum ersten Mal angemeldet. Ich wusste das zum Beispiel nicht. Man kann ja 3-mal im Jahr kostenlos Sperrmüll anmelden und das halt abholen lassen. Und hier zum Beispiel, er hat halt sehr, sehr viele von diesen Tischen und so weiter gehabt. Und hier war auch alles voll. Das haben wir zum Beispiel schon mal alles jetzt weggeschmissen. Den Schrank zum Beispiel, den schmeißen wir auf gar keinen Fall weg. Ich finde den so cool. Muss man halt einmal aufbereiten, ne? Hier natürlich alles voller, naja, Autokrams, aber geiles Teil, also behalten wir natürlich. Aber es gibt halt einfach zu viele von diesen Schränken oder Tischen oder Kommoden. Ja, die haben wir jetzt einfach weggetan. Es sind auch so ganz viele, das ist einfach so irre, ganz viele Autosachen. Auf jeden Fall, seht ihr auch hier, hängen halt überall die ganzen Jaguar-Bilder. So, long story long, das haben wir auch schon alles. Das kommt auf den, also hier müssen wir wegbringen, zum Resthof, so. Und hier zum Beispiel seht ihr, das wollte ich natürlich noch mehr, oh mein Gott, sorry. Und hier zum Beispiel seht ihr auch ganz viele Bilder. Und ich möchte auch echt einige Bilder von den Vorbesitzern bei uns im Haus aufhängen, weil ich meine, ach, das spiegelt sich jetzt krass, warte. Das sind doch richtig schöne Bilder. Ich meine, wir sind jetzt keine Autofreaks oder so, aber er hat wirklich richtig, also ich weiß nicht, ich finde, das ist irgendwie, das hat doch was. Und ich finde es einfach so schön, Sachen vom Vorbesitzer zu übernehmen, weil wir haben halt einfach, ja, die waren die, die das hier gebaut haben und ich finde es einfach, ich weiß nicht, wir haben auch schon so viele, ja, wir haben ja, ihr wisst ja, wir haben so viele Sachen von denen im Haus übernommen und sowas finde ich einfach schön. Zu diesen Sofas erzähle ich euch ganz bald etwas, aber ne? Auf jeden Fall muss ich euch noch was anderes zeigen, bevor ich mit meinem DIY-Projekt loslege. Ich weiß nicht mehr DIY, ich sprühe einfach was an. Wir haben mir dann, wie gesagt, diese ganzen Schränke weggetan und guckt euch diese Bilder an. Also, wenn ihr euch vielleicht so, weiß ich nicht, mit so aktuellen Trends so ein bisschen beschäftigt, das ist ja gerade alles wieder so sehr viel so Flash-Photography, ne? Also auch so ein großer Hochzeitstrend ist ja, die Bilder wieder mit Blitz zu fotografieren. Und halt dieser Eclectic-Look, habe ich ja letztens schon gesagt. Und das im Haus bei uns in so einem richtig geilen Rahmen, also ich sehe das total. Deswegen, die nehme ich gleich mal mit nach drüben. Ja, und halt natürlich ganz, ganz viele Autobilder, ne? Ich glaube jetzt nicht, dass ich die jetzt unbedingt aufhängen würde. Aber ich finde es mega spannend. Also auch so uralte Sachen, ne? Das ist doch irgendwie cool.
Und mein, ach, das muss ich jetzt sagen, mein persönliches Highlight, was ich bei uns im Flur hängen möchte, in den Rahmen, das ist jetzt nicht unbedingt meins mit dem Silber, aber ich finde das Bild so cool. Ich finde das so cool, warum steht hier irgendwie ein Jahr oder so drauf? Foto Claudia Fessler, Make-up Evelyn. Ich finde es so cool. Das stelle ich mir bei uns im Flur richtig gut vor. Bio, du bist heute auch schon wieder ein bisschen zu süß für diese Welt, ne? Ja. Dass man auch matt-schwarz irgendwann wieder weiß macht, hätte ich auch nicht erwartet. Aber ihr wisst ja, unsere Küche ist ja matt-schwarz, also die jetzt hier dann auch irgendwann reinkommt. Und die bleibt auch matt-schwarz. Ich finde die immer noch toll, ne? Aber gewisse Dinge, so zum Beispiel diese Pflanzenstellen, habe ich mal bei Systreme Grene gekauft, vor Jahren. Die sind ja auch richtig teuer geworden, ne? 1948 hat er mir gekostet. Auf jeden Fall, ich habe noch einen zweiten davon, ich weiß noch nicht, wo der ist. Passt das einfach zu unserem Eingangsbereich nicht, ne? Weißt du, mit dem Reet und allem anderen, was ich da stehen habe, finde ich, als jedes Mal, wenn ich daran vorbeilaufe, denke ich mir so, oh, in schwarz, und hier ist Wachs, in schwarz sieht es einfach nicht aus. Deswegen habe ich mir jetzt einfach halt so ganz, ich weiß nicht, das kostet 10 Euro oder so, so eine Sprühdose gekauft. Und das Gute ist, dadurch, dass hier der Fußboden eh Teppich ist und dass eh alles rauskommt, kann ich das hier jetzt einfach ansprühen. Wisst ihr, was ich mir gerade überlegt habe? Ich kann jetzt richtig übertreiben und den auf die Hebebühne tun, weil dann kann ich gleich von allen Seiten sprühen. Moment, ich muss mal kurz noch was überlegen. So, mein fertiges Produkt. Ich kann nur jedem empfehlen, das auf einer Hebebühne zu machen. Kleiner Spaß. Kleiner Spaß, Leute. Es war Humor. Natürlich ist es, braucht das kein Mensch. Aber durch meinen Rücken gerade kann ich mich halt nicht bücken, deswegen war das wirklich ein Segen. Und ich weiß, es wird so viele Leute von euch triggern. Ich habe über das Etikett gesprüht. Ich bin einfach ein Mensch, ich mache die Etiketts nicht ab. Es tut mir leid, ich mache es einfach nicht. Unter jedem Produkt, was ich kaufe, unter jeder Vase, unter allem, ich lasse das einfach dran, es stört mich nicht. Die meisten drehen durch dabei. Ja, finde ich gut. Lass ich jetzt mal trocknen. Hat's auch ein bisschen erwischt. Bio, 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 raus, 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 raus. Schnell, 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 komm, komm. Bio, komm schnell. Das ist überhaupt nicht gut für deine Nase. Raus. So. Nee, 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 wir gehen jetzt hier raus. Wir lassen hier durchlüften. So ist ja fein. Hier ist ja fein. Hallo, Schatz. Hallo, mein kleiner Schatz. Hast du schön gewartet? Oh, joi. Wir machen mal eine kleine Werksbegehung. Oh mein Gott, wir haben auch Brombeeren ganz viele. Die kann ich auch noch mal zeigen. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das nur bei Insta gezeigt habe oder auch hier. Ich habe das hier mal alles freigemäht. Das war hier alles zugewuchert. Auf jeden Fall. Das Problem ist, wir haben zu viele von den Brombeersträuchern. Die, au, Pieks, die nehmen hier ein bisschen Überhand. Aber Christian und ich haben gestern ganz viele gepflückt und die sofort verspeist. Ich könnte jetzt so tun, als ob es gerade lecker gewesen wäre. Aber nein. Wir haben gestern richtig süße gehabt, aber die waren hinten. Hätte mir das mal jemand vor einem Jahr gesagt, ne Leute, dass ich mit euch auf einer Hebebühne irgendwelche Sachen ansprühe und danach Brombeeren pflücke. Oh ja. Die sieht gut aus. Leben ist verrückt. Guck mal, die sieht gut aus, oder? Mmh. Mmh, die ist gut. Die ist schön süß. Leute, meine Dahlien. Meine Dahlien! Oh mein Gott! Ich habe noch nie so etwas Schönes gesehen. Ich möchte anmerken. Ach, ich dachte gerade, ich habe hier die Brombeere. Ich habe die alle mit meinen eigenen Händen gepflanzt. Jetzt wird meine Mutter das anschauen, lachen, sie hat sie gepflanzt. Aber ich habe geholfen, okay? Seid ihr bereit? Hallo? Oh mein Gott, pass auf, die ist ja wohl der Wahnsinn, ja? Seit 2 Tagen wächst die, beziehungsweise blüht. Schaut euch
dieses Prachtstück an. Ich laufe hier jeden Morgen raus und denke mir so, gibt's nicht. Gibt's nicht. Die ist halt klassisch weiß, ja. Und jetzt haben wir diese Bälle. Guck mal, meine Hand, die. Oh Gott. Und die war gelb und die hatte ich euch auf Insta gezeigt. Und die habe ich beim Gießen abgebrochen. Und jetzt, weiß nicht, ich hoffe, hier wachsen noch ein paar. Ja, und wie ihr seht, ist hier schon Herbst leider, weil dieser Baum ganz früh blüht im Jahr. Der fing schon im März an und der verliert jetzt schon die ersten Blätter. Und es war auch letztes Jahr, als wir uns das Haus angeguckt haben, im September, hatte der gar kein einziges Blatt mehr. Ja, deswegen sieht es hier im Beet ein bisschen aus wie Herbst. Leider, das muss ich noch wegmachen. Aber schaut, schaut, Leute, bitte. Habt ihr schon mal sowas Schönes gesehen? Bin so stolz. Und hier kommt auch noch eine. Die kommt die nächsten Tage, denke ich. Guck mal, die ist so ein bisschen, weiß ich nicht, die glaube ich wird auch so eher so rosa, pink. Quatsch, lila. Also die ist ja wow. Guck mal, wie viele die noch kommen. Und auch wie hoch die sind. Okay, ich habe euch schon richtig, richtig zugetextet. Und ich habe so unfassbare Kleinanzeigenfunde wieder gemacht. Ich glaube, ich muss ein einzelnes Video dazu machen, weil ich bin, Christian lacht mich schon aus. Ich gucke abends kein TikTok oder Stories oder irgendwas mehr. Ich gucke Kleinanzeigen. Aber ich finde so großartige Sachen. Ja, zeige ich euch auf jeden Fall auch die Tage nochmal. So, jetzt muss ich hier mal kurz meine Hände waschen. Bin jetzt eben in die Küche gegangen, weil ich Mittagessen mir kurz gemacht habe. Alles wirklich nur so Reste. Davon hatte ich noch einen. Ja, ist jetzt kein Hit, aber na gut. Und dann hatten wir noch Salat von gestern, so ein bisschen Eiersalat, den ich gemacht habe, Körnigen Frischkäse, ein bisschen Kartoffelsalat. Ja, halt alles irgendwie so zusammen und halt dieses Fackelbrot. Ja, das ist jetzt mein Mittagessen. Und ich habe das Gefühl, hier möchte jemand auch was. Möchtest du auch was Feines? Es ist um einiges später. Ich war jetzt eigentlich die ganze Zeit nur am Laptop. Hi, Baby! Es ist jetzt so warm geworden. Ich habe Bio eben ein kleines... Ach, das ist schon geschmolzen. so Eiswürfel und so mache ich ihm da ganz gerne hin. Dann knabbert er da so ein bisschen drauf rum. Dann habe ich Wäsche gewaschen, weil das liebe ich ja auch im Sommer, ne? Ja, wenn dann einfach innerhalb von kürzester Zeit alles trocken ist. Ja, das kann ich auch gleich schon abnehmen. Denn erstmal, was hier nämlich auch getrocknet ist, sind... Wer erkennt es sofort? Meine Periodenpanties. Die habe ich neu. Die finde ich ja unfassbar schön. Und dass ich jetzt hier draußen auch einfach einen Spiegel habe, ist einfach absolut großartig. Da hinten mäht jemand, falls ihr das hören solltet. Das macht mich ja so happy, hier draußen zu filmen. Auf jeden Fall. Ach, guck mal hier, meine Hortensien. Auf jeden Fall. The Female Company ist auch die Brand, die mich überhaupt zum ganzen Perioden-Panties-Thema gebracht haben. Und ich bin ihnen für immer dankbar, weil wenn ihr wirklich einen Tampon rauszieht, also sowas bei mir. Ich habe immer die ersten Tage ja so schlimme Krämpfe gehabt. Und dann habe ich irgendwann diesen Tampon gelöst, diese Panties angezogen. Es war wie so eine Erlösung. Die Seamless-Reihe, ich habe hier übrigens diese Größe 46 und immer die in extra saugstark. Dadurch, dass ich halt einfach eine starke Blutung habe. Es gibt aber halt verschiedene Saugstärken. Ja, die Seamless-Reihe ist mein Favorite. Die habe ich jetzt zum Beispiel ganz neu. Die habe ich erst einmal angehabt und jetzt einmal gewaschen. Und dann gibt es ja auch mittlerweile Thongs, also halt ne, Strings und verschiedene Styles. Also schaut euch da einfach mal an. Der Grund, wieso ich so feucht stehe, ist dieser Grund. Und zwar hat The Female Company jetzt nämlich auch Bralettes. Das sieht einmal so aus. Es ist richtig bequem und supporten halt trotzdem richtig schön, ohne dass man hier, ich finde hier unten einfach immer das Allerschlimmste, wenn man so Atemnot bekommt, weil es alles so eindrückt. Und wie ihr seht, ist der auch farblich passend zu meiner Seamless Panty. Das Allerbeste ist aber, es gibt gerade einen krassen Summer Sale. Und zwar, wenn ihr etwas bestellt, ab einem Mindestbestellwert von 14 Euro,
Dann sind die Panties sowieso schon bis zu 50% reduziert. Und ihr bekommt nochmal mit meinem Code, und der heißt TFC-Jamina10, verlinke ich euch natürlich, nochmal 15%. Wenn ihr noch irgendwie skeptisch seid, dann ist es jetzt wirklich der beste Zeitpunkt, die mal auszuprobieren. Und ich mache euch hier nochmal einen Sonnenshot. Die sind auch wirklich nur 1 mm dicker als normale Unterwäsche. Und man hat nicht das Windelgefühl, man hat nicht das Gefühl, dass man irgendwie ja sonst was in der Hose oder in der Unterhose sonst drin hat. Und zum Bralette, was ja ganz neu ist, gibt es auch noch die Ultra Strong Heavy Bleeder. Also probiert es wirklich aus. Also mein Code ist in der Infobox. Ich fange langsam an zu schwitzen. Ist gerade super heiß. Ja, alle anderen Infos, Links und so weiter zu meinen Panties natürlich auch. Und jetzt öffne ich die Schublade. Ich habe das da eben reingelegt. Und zwar, das ist das Produkt, was ich drauf habe. Ich hatte euch doch letztens in meinem Selfless Tanning Video die Typology Produkte gezeigt, die ich für meine Bräune benutze. Und da meinte ich zu euch, dass ich das unbedingt haben möchte. Und dann habe ich meinen eigenen Code benutzt und habe das für mich und für Lela, ich hoffe, sie sieht das nicht, gekauft. Und ich habe das gerade benutzt und oh mein Gott, Shimmering Dry Oil. Ich liebe es ja, wenn die Schultern so... Und es ist überhaupt nicht sticky oder so, ne? Hier tatsächlich, hier muss ich mal gucken, ob mein Code noch gültig ist. Ich verlinke es euch auf jeden Fall. Uff. Ich werde nachher auf jeden Fall mit Beo noch ein bisschen Fahrrad fahren. Zum Abend hin, wenn es nicht mehr so warm ist. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns dann. Komm. Hier sind einfach hier sind einfach so viele Rehe und Fasane und Hasis und alles Mögliche. Und wir wissen ja, das hier ist eigentlich ein Jagdhund, auch wenn er eher als kleiner Prinz erzogen wird. Ich muss sagen, mir macht es wirklich Spaß, mit Beo Fahrrad zu fahren und vor allem, komm noch mal Gassi, ist das auch gerade mit meinem Rücken besser. Also ich habe irgendwie gerade besser, als wenn jetzt immer noch so eine Stunde abends zu laufen. Und deswegen mache ich jetzt so eine Mischung. Fahrrad fahren und dann laufen ein kleines Stück, bis er sich löst. Und dann fahren wir weiter. Und ja, heute habe ich vorhin noch ein bisschen aus dem Garten gemacht und so weiter. Und ich dachte mir, ich habe euch schon so zu geschwallt. Außerdem muss ich sagen, bei der Gartenarbeit oder einfach so ein paar Blumen umtopfen und so weiter ist für mich so entspannend. Den probiere ich da auch eigentlich immer nie zu filmen oder so, weil das ist so eine der wenigen Sachen, wo ich so richtig meinen Kopf ausschalten kann. Jetzt habe ich auch noch Essen im Ofen. Christian ist auch schon zu Hause. Der macht das jetzt noch fertig. Und oh, ich muss euch gerade die Sonne zeigen, sieht so hammer aus. Schaut euch das an. Guten Morgen, es ist 9 Uhr. Ich habe
mich gerade kurz fertig gemacht. Eigentlich wollte ich mich auch noch ein bisschen schminken, aber heute wird super warm und ich habe keine Zeit mehr. Auf jeden Fall, das ist mein Outfit für heute. Den Rock, den hatte ich mir ja vor... Ach, was war denn das? Naja, als wir nach Portugal und Spanien gefahren sind, gekauft und den finde ich echt richtig schön. Und ja, meine Kamera spinnt irgendwie gerade. Die will die SD-Karte nicht lesen, deswegen filme ich kurz mit meinem iPhone. Auch ganz krass, die Tasche, seitdem ich hier wohne. Ich benutze einfach meine Taschen nicht mehr. Ich weiß nicht, mein Leben ist... Ich habe keine Möglichkeit mehr, diese Taschen auszuführen. Aber jetzt, und zwar gehe ich zum Nägel machen. Ich habe auch noch meine Aperol-Nägel und wie man sieht, die sind schon richtig rausgewachsen. Genau, Christian hat Beo schon mit ins Büro genommen. Den hole ich dann auf dem Rückweg ab. Und ich habe einen neuen SPF ausprobiert. Ich glaube, ich mag den nicht. Mal gucken, ich teste noch mal ein bisschen weiter. Also, los geht's. So, ich bin jetzt in der Innenstadt angekommen. Ich habe immer gerne so morgens um 10 oder 9 einen Termin, weil dann sind die meisten Geschäfte ja noch zu oder machen gerade erst auf. Und ich habe euch ja schon mal erzählt, dass ich nicht so gerne in die Stadt gehe. Nicht, weil ich die Stadt nicht mag, sondern einfach, weil Menschenmassen jetzt nicht so meins ist. Aber was ich super krass finde ist, und jeder, der Oldenburg kennt, weiß es ja auch eigentlich, das ist ja eigentlich schon eine sehr schöne und, naja, bekannte Innenstadt. So, hier kann man richtig schön, oder hier konnte man mal richtig schön shoppen. Und hier ist einfach so unendlich viel Leerstand, wie halt überall auch, ne? Ich finde das so schade. Hier gehe ich übrigens immer Nägel machen, zu Bling Bling Nails. Bei der lieben Ho. Ich finde, die machen wirklich die besten Nägel. Die sind jetzt über 4 Wochen alt. Und die halten immer. Wisst ihr, mir erinnert, seitdem ich die hier, also ich lasse die eigentlich schon immer hier machen. Eine Zeit lang war ich kurz woanders. Wir haben nie einen Nagel abgebrochen. Scheint nicht so zu sein, aber dann würde ich dir empfehlen, mal eins anzulegen. Ich habe unerwarteterweise ein bisschen was geschockt, zeige ich euch gleich. Und das sind meine Nägel. Ich wollte als Basis so ein Nude Rosa und dann mit so rosa Chrom. So, wir sind wieder zu Hause. Die Sonne scheint gerade so schön. Oh mein Gott, ich kann heute einfach nicht drehen. Das ist unglaublich. Deswegen wollte ich euch mal... Beo, was ist los? Wieso kann Mama heute nicht reden? Okay, auf jeden Fall nochmal ein neuer Versuch. Ich habe gestern ja noch ein bisschen hier rumgerödelt. Und das wollte ich euch nochmal ganz kurz zeigen, bevor ich jetzt meinen Einkauf reintrage und so weiter. Hier habe ich nämlich den Eingang nochmal wieder ein bisschen frisch gemacht. Habe ein paar Sachen umgetopft und so weiter. Und die Ampel, die kommt eigentlich hier auf den weißen Pflanzenständer, den wir gestern gestrichen haben. Und der kommt dann nämlich gleich hin, deswegen wollte ich das einmal kurz zeigen. Und ja, ich habe auch noch ein paar neue Blumentöpfe gekauft. Okay, die zeige ich euch auch gleich. Was ist los, Schatz? Willst du was trinken? Was ist das? Ich habe was eingekauft. Hallo, es ist so wunderschön, warm und sonnig. Das Outfit von vorhin mit dem Rock und Blazer und bla, viel zu warm. Also für heute Morgen war es fein. Das Bralette habe ich euch ja auch gestern schon gezeigt. Schatten von der Kamera. Aber egal. Also ich war erst bei Rituals vorhin. Ich wünschte, wirklich ohne Witz, wäre eine Traumkooperation für mich. Irgendwann mal. Boah! Also ich manifestiere es nochmal. Es wäre ein Traum, eine Rituals-Kooperation zu haben. Auf jeden Fall habe ich diesen Raumduft jetzt schon ganz oft gekauft. Und den in Rot liebe ich auch. Den habe ich mal von meiner Schwester bekommen. Der ist für mich aber eher so ein bisschen Herbst-Winter. Und da wir ja
Sommer haben, ist das so mein Favorite. Und ihr kennt mich seit Jahren, ist die grüne Reihe mal absolut Nummer 1. Und, oh Gott, ich habe den im Gästebad stehen. Und sie meinte zu mir, weil ich sagte, der verfliegt immer so schnell, hat sie gesagt, ja, wenn für so einen kleineren Raum reichen auch weniger Stäbchen. Und ich so, ah ja, gut, macht Sinn. Und dann hat sie auch noch gesagt, ich schwitze schon wieder, es ist so krass heiß. Dann hat sie auch noch gesagt, wenn man das an einem Fenster oder so stehen hat, dann verpufft es halt auch super schnell, weil ich halt meinte, es geht immer recht schnell leer. Und sie sagte, ja, mal lieber irgendwie vielleicht auf den Fußboden stellen oder halt irgendwie an eine andere Wand, wenn es geht, aber auf jeden Fall nicht ans Fenster, also oder neben dem Fenster, das wo halt Zucht durchkommt, ne? Also vielleicht ein kleiner Tipp, falls ihr die auch habt. Fand ich ganz interessant. So, auf jeden Fall habe ich den grünen jetzt gekauft. Den großen. Ja, dann. Den Mund. Ich habe jetzt 5 Stück. So, das Sub, das kommt in Flur. Und dann habe ich mir für den gelben, und jetzt glaubt mir, ich werfe das gleich um, ne? Das wäre jetzt echt der Obergau. Für den gelben, wie heißt der überhaupt? Das ist ja das Ritual of Ying, der grüne. Und ich glaube, der gelbe oder gelb-orangene ist ja eher, ist Ritual of Meer. Und da habe ich mir noch die Nachfüllpackung geholt. Ich dachte mir, ich habe das ja zu Hause, macht ja keinen Sinn, das dann wegzuschmeißen. Oh Gott. Oh, I love it. Und ich habe mir jetzt auch letztens, kann ich gleich nochmal zeigen, bei Action dieses nachgemachte Maison Berger gekauft. Also ich dürfte diese da haben, ist das denn da wirklich zum Gruseln, ne? Boah, also das Ding ist ja cool, aber ich glaube, ich muss mir mal da, also diese Düfte von Action halt, die sind nix. Ich mache das erstmal halb voll. Vielleicht nehme ich neue Stäbe? Nee, ich nehme die, die ich hatte, oder? Die sind ja schon getränkt. Zack. Und hier nehme ich auch 5. So, freue ich mich sehr. Und dann, ich bin sehr obsessed, wie ihr vielleicht wisst, mit Düften. Und ich möchte immer, dass in meinem Haus alles zu jeder Tages- und Nachtzeit maximal gut riecht. Und deswegen bin ich ja auch so ein großer Fan von Raumsprays. Deswegen konnte ich da auch nicht dran vorbei. Ich hätte das auch von der roten Reihe gekauft tatsächlich, aber das haben die nicht als Raumspray. Oh mein Gott. I love. Und dann, weil ich jetzt so eine Kundenkarte gemacht habe, sie meinte so, na gut, du scheinst ja öfter hier Sachen zu kaufen, würde halt Sinn machen, so eine Kundenkarte anzulegen, habe ich das geschenkt bekommen. Man konnte auch noch so Gesichtsseifen oder so nehmen, aber das habe ich für Christian mitgenommen. Der Arme soll da auch mal was haben. Shower Foam und ein Deo. Der arme Junge kriegt doch nie was. Oh ja. Das riecht nach Mann. Bezahlt habe ich, ja, also eigentlich kostet jedes so 30 Euro. 88,70. Und dann wollte ich eigentlich zu H&M Home. Und wenn ihr aus Oldenburg kommt, vielleicht könnt ihr mir das sagen. Es gibt kein H&M Home mehr, oder? Auf jeden Fall war ich bei H&M und es war nicht da. Dann bin ich aber an Butlers vorbei, beziehungsweise da einmal kurz rein. Und dann hatten die auch gerade Sale. Und wie ihr ja wisst, bin ich leicht vor allem obsessed mit meinen ganzen Blumen und so weiter an meinem Eingang. Und allgemein mit meinem Garten. Und dann fand ich die richtig hübsch, die Töpfe. Die waren jetzt im Sale für jeweils 9,99. Und obwohl ich nicht im geringsten in meiner Beige-Ära bin, passen die halt gut, ne? Also da kannst du halt nichts falsch machen. Ich habe ja immer sehr gerne so pinke und einfach sehr knallige Sachen. Und ja, die fand ich ganz hübsch. Und da habe ich 2 von gekauft. Genau, das war mein... Ich sehe euch ja gar nicht. Kleiner, feiner Haul. Das werde ich jetzt verpacken und diesen Vlog beenden, weil ich habe das Gefühl, ich habe euch so viel erzählt. Ich habe einfach gefühlt, ich weiß noch nicht genau, wie lang der Vlog ist, ich habe noch nicht angefangen zu schneiden. Und ich will morgen schon den nächsten beginnen.
Ich bin echt froh, weil mir macht es einfach gerade wieder so viel Spaß zu vloggen. Und ich glaube auch, das liegt tatsächlich an meiner neuen Kamera, weil die ist viel kompakter. Und die kann ich viel schneller greifen und viel schneller... Boah, sorry, ich sehe nichts. Viel schneller einfach, ja. Warte mal, ich habe hier noch ein Mikro. Hallo, hallo, hallo. Auf jeden Fall kann ich damit einfach schneller hier und da alles mal so ein bisschen mitvloggen. Und ja, die SD-Karte geht auch wieder. Genau, deswegen freut euch, wenn ihr große Vlog-Fans von mir seid, dass ich da eigentlich gerade wieder so ein bisschen zurück bin. Und genau, der nächste Vlog kommt ganz bald. Und in dem Sinne, ganz vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wie alles, wie immer verlinke ich euch alles, worüber ich gesprochen habe. Periodenpanties, das Schimmeroil und alles andere, was ich irgendwie so erwähnt habe oder finden kann. Schaut da mal in die Infobox und... ich werde jetzt die Sonne kurz verlassen. Wir grillen nachher noch, wir bekommen noch Besuch. Da muss ich noch einiges vorbereiten und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Küsschen, bye!